Hey Leute, ich bin's wieder, der Leo, und ich habe eine neue Cap. Okay, sorry. Und heute klären wir für ein allemal, was ist der Unterschied zwischen einem Raid und einem Host? Ich werde jetzt nicht einfach eine Definition hinklatschen und gut ist. Nee, ich werde schon meine Meinung hier äußern und sagen vor allem, was ich denke am besten ist, wen man raiden sollte, wann man raiden sollte, etc. Beim Schreiben von diesem Skript ist mir aber aufgefallen, dass ich echt eine halbe Stunde darüber reden kann, so ungefähr. Deswegen wird es zwei Teile geben. Und der erste Teil geht wirklich ausschließlich darum, was ist die Definition von Raid und Host? Was ist der Unterschied? Was für Auswirkungen haben Raids bzw. Hosts auf die Zuschauerzahlen? Und was ist besser? Raiden oder hosten? Und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, wen man denn überhaupt hosten bzw. raiden soll. Bitte vergesst nicht, das hier, was ich jetzt von mir gebe, ist meine Meinung. Bei Raiden und Hosten gehen Meinungen sehr auseinander, für was sie benutzt werden, was sie eigentlich auch sind, etc. Deswegen, vergesst nicht, das hier ist meine Meinung, aber wenn ihr anderer Meinung seid oder auch meiner Meinung, in den Kommentaren lasst uns drüber reden, auf Discord, in meinem Stream, wie ihr Bock habt, liebend gerne. Also, let's go. Wenn ihr einen anderen Streamer hostet, dann läuft der Stream des Auserwählten auf eurem Kanal. Ihr geht nicht automatisch zum Kanal des anderen. Jeder muss selber und manuell auf den Kanal des anderen klicken, um auch dort zu sein. Wenn ihr einen Streamer raidet, läuft auch dessen Stream auf eurem Kanal. Aber zusätzlich geht ihr mit allen Zuschauern, die mitkommen wollen, in den anderen Stream direkt rein. Ihr seid dann auf dem Kanal des anderen Streamers. Und das ist eben der große Unterschied. Kurz zusammengefasst, bei einem Host wird nur der andere Stream auf eurem Kanal gezeigt, beim Raid auch, aber zusätzlich seid ihr auf dem Kanal des anderen. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen? Und das finde ich eben super interessant. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir die Partei sind, die geradet bzw. gehostet wird. Wenn man gehostet wird, kommen ja die Leute nicht automatisch zu einem in den Kanal. Trotzdem aber zählen alle Leute dazu, zur Zuschauerzahl, die über den anderen Kanal euch anschauen. Die müssen nicht da sein auf eurem Kanal, um als Zuschauer gewertet zu werden. Aber dann gibt es ja diese Zuschauerliste, diese Userliste. Und wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 100 Zuschauer habt und ihr guckt eben in diese Liste, dann sieht man ganz oft bei anderen oder bei einem selber, dass diese 100 Leute nicht in dieser Liste aufgezählt werden. So grob geschätzt allein. Man kann natürlich auch zählen, aber man wird merken, das sind nicht 100. Sagen wir mal, es werden 50 Leute in der Liste aufgelistet. An was liegt das? Warum? Ich habe doch 100 Zuschauer. Warum sind noch nicht 100 Leute in meiner Liste drin? Diese anderen 50 Leute, die nicht aufgelistet werden, die sind auf anderen Kanälen und schauen euch zu. Durch einen Host eben zum Beispiel. Ihr werdet gehostet, die Leute kommen aber nicht direkt in euren Kanal rein, sondern bleiben bei dem anderen, schauen euch aber trotzdem zu. Das heißt, der View zählt, aber sie tauchen nicht in eurer Liste auf, weil sie nicht in eurem Chat sein können, weil sie nicht auf eurem Kanal sind. Dazu komme ich nochmal. Natürlich kann es auch sein, dass die Person gar keinen Twitch-Account hat. Dann erscheint man logischerweise auch nicht in der Liste, weil man gar keinen Nutzernamen hat. Bei einem Raid ist es natürlich so, dass die Leute kommen zu euch. Und die Leute, die zu euch kommen, werden natürlich auch in der Liste aufgezählt, denn sie sind auf eurem Kanal. Die Leute, die nicht bei einem Raid teilnehmen und bei dem anderen Kanal bleiben, aber weiterhin zuschauen, zählen als Zuschauer, aber werden nicht in der Liste aufgelistet. Ich bin übrigens der Meinung, dass man diese Liste eigentlich gar nicht reinschauen sollte. Manchmal ist es natürlich sehr informativ. Man kann sich solche Sachen eben dadurch anschauen. Man kann sich zum Beispiel anschauen, wie viele Bots habe ich gerade in meinem Stream. Und mehr fällt mir zum Beispiel gar nicht ein. Man kann solche Statistiken daraus natürlich ziehen, aber im Endeffekt macht ihr euch da nur verrückt dadurch, indem ihr guckt, oh, so viele Leute sind da, aber nur zwei davon schreiben. Warum schreibt ihr nicht? Und dann macht man sich nur selber verrückt. Schaut einfach nicht in diese Liste. Es hat nicht viel Vorteile. Denn, und das muss ich jetzt einmal sagen, Lurker sind Lurker aus einem Grund. Callt nicht die Leute aus, die ihr in dieser Liste seht. Schaut erst gar nicht in die Liste rein. Wenn ihr die Liste reinguckt, macht ihr euch nur verrückt. Und dann aus Versehen werdet ihr wahrscheinlich auch noch sagen, hey du, warum sagst du nichts? Macht es nicht. Die Leute sind absichtlich, schreiben sie nicht. Wenn sie an eurem Stream teilhaben wollen, aktiv, dann machen sie es von sich aus. Niemals Lurker outcallen. Outcallen? Gutes Wort. Also macht euch nicht verrückt mit dieser Liste. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich verrückt mache bei meinen Challenges, dann schaut gerne bei meinem Stream vorbei und lasst gerne auch ein Abo hier. Ich lade jede Woche ein neues Video hoch. Aber was soll man jetzt machen? Raiden oder hosten?
Und da gehen zum Beispiel die Meinungen schon auseinander. Ich zum Beispiel finde, man sollte immer raiden. Ein Raid ist viel persönlicher. Man geht mit seinen Zuschauern zu einem anderen und ist da noch so ein bisschen. 15 bis 30 Minuten quatscht man da noch ein bisschen. Man ist einfach, es ist alles ein bisschen persönlicher, netter, intimer. Ein Raid, finde ich, bedeutet viel mehr als ein Host. Man kann seiner Community davor sagen, hey Leute, wir gehen jetzt da wirklich aktiv rein. Man kann vielleicht eine Nachricht schreiben, die die Zuschauer kopieren sollen und dann beim anderen Streamer hinterlassen sollen. Irgendwas Nettes, ein Insider vielleicht, irgendwas Schönes, das einfach, dass da ein bisschen Aktion ist. Ich denke, jeder Streamer freut sich eigentlich über einen Raid mehr als über einen Host. Denn durch einen Raid wird automatisch der Chat aktiver. Und wer will das nicht? Jeder Streamer, der gerade anfängt, jeder Streamer, der am Anfang ist, jeder kleinere Streamer, fast jeder Streamer möchte eigentlich, dass der Chat noch aktiver ist. Und das kann man durch einen Host natürlich auch erzielen, aber durch einen Host ist es halt noch ein Schritt mehr, den die Zuschauer machen müssen, und zwar aktiv in den Kanal des anderen reingehen. Und ich glaube, viele hosten nur aus einem einzigen Grund, weil die Zahl, die im Host-Alert vom anderen Streamer dann auftaucht, höher ist, als wenn man raidet. Dazu komme ich gleich, warum das so ist. Natürlich verstehe ich total, das macht einen besseren Eindruck, mit umso mehr Leuten man zum anderen Kanal rüberkommt. Natürlich. Aber jeder Streamer, der sich ein bisschen mit Twitch auseinandergesetzt hat, weiß, dass wenn man raidet, die Zahl ein bisschen weniger ist, als die eigentliche Zuschauerzahl war. Und genauso wissen Streamer, dass ein Raid quasi ein bisschen wertvoller ist, weil man eben seine Leute automatisch in den anderen Stream reinsetzt. Und das ist doch viel toller, als nur einen Host zu machen, der dafür sorgt, dass man auf dem Kanal zwar läuft, aber die Leute nicht automatisch rüberkommen. So, aber warum unterscheidet sich jetzt die Hostzahl von der Raidzahl oft so extrem? Ich sage es mal wieder an einem Beispiel von mir. Ich streame ja sehr, sehr spät in der Nacht und deswegen kriege ich netterweise sehr, sehr viele Hosts und Raids ab. Und wenn ich dann weiter raide, wenn ich fertig bin und glücklicherweise jemanden finde, wenn ich so spät aufhöre, und sagen wir mal, meine Zuschauer, sagen wir mal, ich habe jetzt hochgestochen 60 Zuschauer und dann raide ich und dann sehe ich, nur 30 Leute gehen mit. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen, oh, Menno, ich wollte dem anderen zeigen, ich wollte dem anderen mit der Zahl 60 raiden. Ich wollte ihm zeigen, guck mal, hier, ich hab schon so viele Zuschauer hier. Notice me, Senpai, notice me. Und dann ist es so schade, wenn es nur 30 sind. Woher kommt das? Es ist ganz logisch, wenn du über deinen Stream hinweg gehostet wirst, dann läufst du auf anderen Kanälen. Aber wie vorhin eben gesagt, diese ganzen Zuschauer, die dann zuschauen, heißt nicht, dass sie unbedingt auch in deinem Stream sind, dass sie auf deinem Kanal sind. Sie schauen zu über andere Kanäle, über andere Webseiten etc., aber sind nicht auf deinem Kanal. Und somit können sie beim Raid nicht mitmachen. Nur Leute, die auf deinem Kanal sind, können mitraiden. Genauso wird ja auch, wenn ich jemanden hoste, nicht der gehostete Kanal von meinem Host angezeigt. Sobald die Person offline geht, die ich hoste, auch wenn sie jemanden raidet oder hostet, wird bei mir danach mein Offline-Screen angezeigt. Man kann nicht den Host eines Hosts auf seinem Kanal sehen. Logischerweise, weil ich kann ja nicht verantwortlich dafür sein, wenn jemand ganz Schrecklichen dann hostet und dann wird es auch bei mir gezeigt. Und deswegen, wenn ihr jemanden raidet, ist die Zahl automatisch weniger, weil viele von den Leuten gar nicht auf eurem Kanal sind. Und das hat mich eben so ein bisschen immer rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, woran liegt es, dass nur die Hälfte irgendwie mitraidet? Klicken die alle auf Nein? Sind das alle Bots? Vielleicht ein paar davon, wahrscheinlich, wie bei jedem. Aber die meisten sind eben Leute, die auf anderen Kanälen, die noch zuschauen, vielleicht eingenickt sind und gar nicht mitraiden können. Und noch eine Sache, hosten kann man auch, wenn man nicht davor gestreamt hat. Raiden kann man nur, wenn man gestreamt hat und die Leute eben rüberbringt. Hosten kann man immer machen. Das heißt, wenn man sich als Streamer auf Twitch ein bisschen rumtreibt, was man immer machen sollte, und man sieht jemanden, den man mag und sagt, hey, der ist cool, damit kann ich mich identifizieren. Für den Rest seines Streams lasse ich den jetzt auf meinem Kanal laufen. Dann kann man den auch natürlich hosten, ohne online zu sein. Super nette Geste. Und die große Frage zum Schluss. Sollte man Auto-hosten? Ich bin kein großer Fan davon. Kurz gesagt, ich finde Auto-hosten ist was für faule Menschen. Klingt böse, ich finde es ist so. Aber es kommt noch hinzu eben. Glücklicherweise kommen inzwischen echt manchmal Leute auf meinen Kanal, durch meinen YouTube-Kanal, Instagram, was auch immer, kommen auf meinen Kanal, wenn ich offline bin.
Dadurch sehen Sie dann auf meinem Offline-Screen, wann ich das nächste Mal online bin. Sie sehen unten meine Panels. Sie sehen einfach meine Kanalseite, die ich extra so konzipiert habe, damit Leute interessiert sind, wiederkommen, ein Follow da lassen etc. Wenn ich jetzt einen Autohost anhätte und da läuft jetzt zufällig irgendeiner von meiner Liste, dann besteht das Risiko, dass sie denken, dass ich das bin. Nicht, dass jetzt es erstmal schlimm wäre, aber es sorgt für Verwirrung. Ich will nicht, dass Leute, die auf meinen Kanal kommen, durch YouTube zum Beispiel, dass die verwirrt sind. Nein, 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 nein. Die sollen eindeutig wissen, ah ja, ich bin hier richtig, ich sehe den Freddy, mein Maskottchen. Ich sehe die Schrift, die er immer benutzt, die Farben, die der Leo immer benutzt. Das ist sein Kanal. Da lasse ich vielleicht ein Follow da, weil ich möchte informiert werden, wenn das nächste Mal online ist. Das soll sofort rüberkommen. Und wenn da jemand anderes gerade läuft, per Zufall eben, wegen Autohost, auch wenn nur das kleinste Risiko besteht, dass die verwirrt sind, denken die dann, ich dachte, der sieht anders aus. Warum sieht das alles anders aus? Warum ist da gerade Pause? Warum passiert da gerade nichts? Warum ist es vielleicht sogar gerade langweilig? Das ist schon Grund für mich, um es eben nicht dem Zufall zu überlassen, dass da jemand gerade zufällig läuft. Und außerdem hat die Person, die ich autohoste, so gut wie nichts davon. Fragt euch selbst mal, wenn ihr andere Streamer auscheckt, vielleicht über Discord, Twitter, YouTube etc. Ihr geht auf den Kanal und dann läuft da gerade jemand anderes. Klickt ihr auf diesen Kanal von dem anderen, da muss schon was extrem krasses gerade passieren, um da drauf zu klicken. Und denkt euch auch, findet ihr das geil, wenn ihr gerade alle Infos haben wollt von dem Streamer, den ihr extra gesucht habt, dass da jemand anderes gerade läuft? Ich nicht. Und wenn man jetzt kein Content auf anderen Plattformen macht, was ihr nicht machen solltet, ihr solltet immer Content auf anderen Plattformen machen, dann werden so gut wie null Leute auf euer Profil stoßen. Woher auch? Ihr werdet nirgendwo empfohlen, ihr werdet nirgendwo angezeigt, ihr seid offline, euer Kanal taucht nirgendwo auf. Dann könnt ihr ja natürlich den Autohost anmachen, weil dann kommen sowieso keine Leute auf euer Profil und könnten verwirrt sein. Aber wenn sowieso keine Leute auf euer Profil kommen, warum dann einen Host machen? Wisst ihr, dann hat der Gehostete eben auch nichts davon. Also ich finde, dieses ganze System ist rein für, ja, eben Faule, einfach hosten, ohne was machen zu müssen, ohne dort zu sein, ohne den Host tatsächlich einzugeben, etc. Und ich finde halt auch, er bringt nicht wirklich was. Es ist eine reine, und das darf man jetzt auch nicht niedermachen, es ist eine Nettigkeit und es ist auch super nett. Hey, ich finde deinen Content so gut, dass ich ihn auf meine Autohost-Liste setze. Ist super nett. Kann man nichts dagegen sagen. Ist einfach super nett. Bringen tut es meiner Meinung nach rein gar nichts. Lieber dann aktiv, nachdem ich mit dem Stream fertig bin, raide ich eine Person, sage dadurch, hey, ich finde deinen Content super, ich habe dich schon öfter gesehen, jetzt raide ich dich mit x Leuten. Hier sind wir, lass uns kurz quatschen, lass uns ein bisschen länger quatschen und dadurch entwickelt sich vielleicht ein Kontakt etc. Aber dazu kommen wir im nächsten Teil, denn das war es jetzt erstmal für den ersten Teil. Wartet noch einen Moment, bevor ihr wegklickt. Denn mich interessiert, was ihr denkt. Denn das Thema ist tatsächlich sehr, ja, es gibt viele verschiedene Meinungen über Hosts und Raids. Lasst in den Kommentaren da, was ihr davon denkt. Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr mir nur teilweise zu? Stimmt ihr mir überhaupt nicht zu? Lasst uns konstruktiv drüber quatschen, wo auch immer, in meinem Stream unten. Und vor allem, was mich auch mega interessiert, für mein nächstes Video würde mich super interessieren, was denkt ihr? Wen sollte man denn raiden oder hosten? Was für Eigenschaften soll ein Streamer besitzen, damit ihr ihn raiden oder hosten würdet? Ich lese mir all eure Kommentare natürlich durch, eure Meinung dazu und würde die dann auch in mein nächstes Video, Teil 2, mit einfließen lassen. Und eben wie gesagt, im nächsten Video geht es darum, wen sollte man denn eigentlich raiden oder hosten? Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.